Hey ho, meine Lieben. Die ostfriesischen Griller sind wieder da, so nach dem Motto Hilfe, die Ostfriesen sind da. Also, die Gruß ist und ich freue mich darüber natürlich riesig. Aber was machen wir denn jetzt? Irgendwas, was mit Grillen zu tun hat und eine Spezialität aus unserer Heimatregion. Ja, ganz einfach eine Bacon Bomb mit Käsespatzenfüllung. Ja, und genau das machen wir da drüben, aber vorher. Leute, ich sag's euch, ich und die arme Weberkugel, wir sind heute schon misshandelt worden. Und die Szenen, die kurzen, blende ich euch jetzt ein und danach geht's da drüben sofort weiter. Muss ich tatsächlich Fisch grillen? Hoffentlich kriege ich das aus dem Grill wieder raus. Oh. Ja, mein Grill. Oh. Nee. Was wird? Ich hab's geahnt. Ich hasse Fisch. Ich hab gesagt, das ist keine gute Idee, den zu grillen. Und dann? Ich hab's gesagt. Die will mir ja nicht glauben. Und tschüss. Doch. So was haut man auch nicht auf den Grill. Sondern? Ja, in der Pfanne oder sonst was. Was doch ein Fischdings. Soll ich mal versuchen? Bitte schön. Bevor du hier jetzt noch völlig. Ich dreh durch. Und cut. Massaker beendet. Und jetzt hilft bloß noch eins. Erst einmal hier das Zeug entfernen. Ja, voll Teufel. Machen eine rituelle Feuerreinigung. Brennen wir den ganzen Mist raus. Mit Teufel. Ich glaube, der Grill ist gerettet. Da riecht nichts mehr nach Fisch, Gott sei Dank. Fisch, Fisch, ich hasse Fisch. So, ab auf den Teller und ab in den Hals. Na,
Ja, heiß, 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 heiß. Das ist mein Fisch. So Leute, und jetzt geht's zurück zum normalen Video. Da haben wir schon unsere gesamten Zutaten, wo wir benötigen. Einmal ein schönes Baconnetz vom Bacolan. Ja, wer den Witz jetzt immer noch nicht verstanden hat, kann ich nicht helfen. 1 Kilo Hackfleisch gemischt. Dann hat uns die Patricia noch schnell ein paar Röstzwiebeln gemacht. Das waren so 2-3 Metzgerzwiebeln. Ja, dann habe ich hier verschiedenen Käse, Emmentaler, an Gouda und den Burger Cheese habe ich auch noch eine Packung gefunden. Den schmeißen wir auch mit rein. Dann nachher zum Glasieren eine Nappi Sauce und zwar die Smoky Whisky. Dann Salz, Pfeffer, Paprika. Am Pfeffer nehme ich heute den Grillpfeffer vom Klaus. Und ja, eins der wichtigsten Zutaten, leckere Spätzle, frisch. Heute hast du die gemacht, Schatz? Ja, frisch von heute, selber gemachte Spätzle. Gut, dann würde ich mal sagen, schlupfe ich schnell in Handschuhe rein und dann tun wir das Hackfleisch würzen. So, Hackfleisch würzen wir nach Gefühl, wie immer oder meistens. Salz, Pfeffer und Paprika eben. Und dann müssen wir das einmal ordentlich durchkneten und danach geht es auch schon weiter. So. Und dann können wir auch schon unser Bacolan-Netz ausrollen. Ja, wie rum gehört das jetzt? So rum. Dann nehmen wir unser Hackfleisch. Tun das mal schon mal ganz grob drauf verteilen. Und außenrum lassen wir immer ein bisschen Platz, dass man das dann eben noch sauber einschlagen kann. Und dann verteilen wir das Hack da sauber. Die Autos regen mich jetzt auf, der Krach. Käse auspacken, Käse schnibbeln und danach geht's weiter. Haha, Käse geschnibbelt, es kann weitergehen. Gut, Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe wieder. Ist ja heute relativ viel Handarbeit. So, dann legen wir hier erst einmal die erste Schicht Käse aus. Ah, Schatzi ist auch wieder da. So, Schatz hat die Spätzle noch ein bisschen angefeuchtet, damit sie wieder ja, schön locker sind. Und du brauchst ja auch einen Dampf inne, dass die aufgangen wieder. Okay, wenn du das mir so sagst, dann glaube ich dir das. Wir haben hier gerade die Diskussion gehabt, weil ich gerade entsetzt war, dass sie da die Spatzen wieder nass gemacht hat, aber ja, ich vertraue ihr. Ja. Kommt der andere Käse zum Einsatz. Wenn ich die in den Käse so reinlege, dann könnte ich eventuell besser rollen. Halt, 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 halt.
zuallererst muss an die Spätzle erst noch ein klein bisschen Salz. Und natürlich auch ein Pfeffer. Also das hätte ich ja jetzt fast vergessen. So. Und jetzt können wir mit dem Käse weitermachen. Schauen den Käse, was ich jetzt hier zu viel geschnitten habe, den darfst du natürlich dann für deine reinen Kirschspatzen verwenden, für die, wo alle kein Fleisch essen dürfen heute. Weil ist ja Karfreitag. Da muss der Käse nachher so rausquellen, dass alles zu spät ist. So, den. Du hast schon nochmal Kirschspatzen Spätzle drauf, hier, Freilich. Was? Nochmal? Ja. Neu? Meinst du? Ja. Also ich hätte jetzt nochmal Spätzle drauf. Das wird zu viel. Nochmal. Ja, gut. Mein Schatzi, das sagt, ich weiß zwar nicht, wie ich das dann wickeln soll. So, mehr gibt's nicht mehr. Das muss reichen. Das muss reichen. Sie hält mir die Schüssel immer noch hin. Ja, dann wollen wir mal unser Glück hier versuchen. Weil jetzt könnte es natürlich sehr eng werden. Weil irgendwann kriegt man das Netz nämlich gar nicht mehr zu und vom Bacon umwickelt mit dem Hackfleisch, weil es einfach zu viel ist und die Spätzle da drauf waren jetzt einfach zu viel. Hast du die Röstzwiebel auch nicht? Nein, ich habe die Röstzwiebel nicht, nein. Verdammt. Danke. Danke für die Info. Ich tue hier irgendwas wieder. Warte bitte, ich muss hier was raustun. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Katastrophe. Ich hätte doch mehr Hackfleisch nehmen sollen. Klar, unsere Röstzwiebeln müssen ja auch noch mit rein. Oh, Gott sei Dank ist Schatz noch gekommen und hat mir das gesagt. Also ihr seht, Leute, wir ergänzen uns hier wieder vollkommen gegenseitig. So. Jetzt versuchen wir aber erstmal hier die Seiten einzuschlagen. So, einrollen die nächste. Also ich glaube, wir dürfen die Bacon Bomb nicht umdrehen beim Grillen, weil ansonsten läuft uns alles davon. Weil die Hackfleischmasse war zu wenig, beziehungsweise die Füllung einfach zu viel. Also hier oben ist sie nicht ganz zu, aber dann machen wir halt etwas ganz Untypisches bei einer Bacon Bomb. Wir werden sie leicht verschnüren, wenn ich die Schnur finde. Tja, Freunde, wahrscheinlich der Welt erste oder die erste verschnürte Bacon Bomb der Welt. Aber im Zweifelsfalle, tja, muss man halt schauen, wie man es macht. Und wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Blöd darf man sein. Man muss sich nur zu helfen wissen. Irgendwie anheben.
dass man die Schnur hier unten drunter kriegt. Und zu zweit ging es dann doch viel besser. Jetzt noch hier einen ordentlichen Knoten reinmachen. Und dann hoffe ich natürlich, dass seitlich nicht so viel rausfällt. Wir hätten sie zwar jetzt hier auch noch ein bisschen verschnüren können, aber wir haben sie eingeschlagen. Ja, ich hoffe mal, dass wir es so hinkriegen. Leute, was soll ich sagen? Eine verschnürte Beckenbomb. So Leute, während die Jugend Anpfiff kriegt, berechtigterweise, tue ich ja mal links und rechts Kohlen verteilen. Ich glaube, die reichen schon fast. Ja. Gott sei Dank habe ich ja den Grill gerettet hier heute. Sonst hätten wir da jetzt nicht einmal eine Baconbomb drauflegen können. Und ich wage es jetzt ganz einfach, hier die Baconbomb ohne Gitter drunter, ohne Wanne unten drin draufzulegen. Tja, was runterläuft, muss ich halt dann aus dem Grill rauskratzen. Ich werde eine Wanne drunter legen. Ja. Und dann kommt schon die wahrscheinlich welterste im Rollbraten-Style geschnürte Baconbomb. So, Deckel zu und gleich mal ein bisschen runter regulieren, weil ansonsten verkohlt uns das Teil. Das wollen wir ja nicht. Schnell nach der Lüfter gucken. Ja, gut. Ja, und dann grillen wir das Teil ganz einfach. Tja, Leute, und ein paar Minuten später, 10 Minuten sowas, schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz rein. Und wenn sich der Rauch verzogen hat, tja, da sehen wir schon. Gott sei Dank habe ich sie verschnürt, weil das Ding wird aufklappen und wird alles rauslaufen. Aber so, ja, sieht so gut aus. Etwas merkwürdig für eine Baconbomb, okay, aber es sieht gut aus. Man könnte auch das Video nennen, viel Rauch um eine Baconbomb. Ja, da unten keine Schale drin, das Zeug tropft drunter in den heißen Grill und dann raucht es. Aber ich bin der Meinung, wir können die erste Runde glasieren. Knapp eine halbe, dreiviertel Stunde ist sie jetzt drauf. Ja. Leute, auf alle Fälle wisst ihr jetzt, wie ihr eine Baconbomb schützen könnt bzw. verhindern könnt, dass ihr oben aufbricht. So, wiederum eine Ecke Zeit später. Glasieren wir zum zweiten und letzten Mal. Das Ding sieht mal richtig mega aus. Ja, ein bisschen Käse quillt raus. Aber das ist nicht weiter tragisch. Im Großen und Ganzen sieht das Ding mal richtig mega geil aus. So, die KT liegt übrigens knapp unter 60 Grad mittlerweile. Ja Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt dann fertig. Moin Michael, was machst du da? Was? Was machst du da?
Ich glaube, den müssen wir dann erst einmal die Beckenbaumfüllung verpassen, damit er hier. Ich verstehe ihn nicht. Ordentlich mit mir sprechen kann. Also Leute, holen wir sie raus und dazu kämpfen wieder auf den Grill. Sagt jemand helfen? Aber das habe ich jetzt sogar fast verstanden. Irgendwas mit helfen? Du, das ist heil lecker, da kommt was so im Bieten. Nein! Der Junge braucht jetzt endlich. Das gehört heil, ne? Eine ordentliche Füllung hier. Das gehört heil, du. Oh, geil, geil, geil! Leute, wir gehen rein! So, Leute, dann wären wir jetzt endlich bei dem Anschnitt. Ja, was soll ich sagen? Schneiden wir sie an, schneiden wir sie schön mittig an und dann schneiden wir gleich einmal zwei Scheiben fürs Probiererle ab. Tja, ja, wenn ich jetzt drücke, wird der Käse rausquellen, aber das will ich ja nicht. Es sollen zwei schöne Scheiben werden. So. Sieht das nicht lecker aus? Total lecker, guck mal, ich glaube, das ist für mich. Danke. Das ist okay. Und dann probieren wir es jetzt gleich einmal aus, wenn wir das Probierele machen, ob der endlich wieder normal sprechen kann. Geil. Also ich würde mal sagen, die Bacon Bomb ist super gelungen. Nicht aufgeplatzt. Ist richtig schön. Und jetzt machen wir unser Probierele. Halt! Also einen leckeren Salat gibt es dazu noch und das Halt hat er eindeutig verstanden. Der hat sich nämlich gerade fast auf die Zunge gebissen. Ja, und dann wollen wir doch mal. Wie wird man den probieren? Ich verstehe kein Wort. Michael, das schmeckt richtig gut. Ey, es funktioniert! Ja. Jetzt kann ich dich auch verstehen. Ach so? Okay. Bacon Bomb mit Käsespatzenfüllung, lecker. Und Käse zieht auch Fäden, so soll es sein. Wir essen jetzt und nachher Fazit. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Also, ich würde mal behaupten, ich habe die Würzung dieses Mal auf den Punkt genau getroffen. Vom Grillen her war es perfekt. Ich glaube, der hat mich mit der Sprache schon angesteckt. Und ja, was soll ich sagen? Richtig geil, richtig lecker. Nachmachen, wenn ihr Angst habt, dass eine Bacon Bomb aufgehen könnte, die wäre definitiv aufgegangen. Einfach eine Schnur nehmen und einpacken wie ein Rollbraten. Ja, und jetzt hören wir noch den Besuch, was der dazu sagt, ob er mich bestätigen kann. Ja, Michael, das hast du heil gemacht, was heil lecker. Red Deutsch, du hast Gespatzen gegessen. Ja, stimmt. Ja. Aber Schwäbisch, nee, ist nichts mehr. Es war sehr lecker. Gut. Genau auf den Punkt, einfach perfekt. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt kommt noch die Frau Kruse. Hallo, da muss ich ja wieder runtergucken. Ja, du musst wieder runter. Ich wachs nicht mehr. Also es war wirklich sehr gut. Die Käsespätzle waren sehr lecker. Jo, hatte übrigens mein Schatz schon eben vorbereitet. Gut, dann haben wir alles gesagt. Leute, macht's es nach. Wenn ihr Käsespätzle oder Spätzle übrig habt, macht's einfach mal Käsespätzle-Beckenbomb. Richtig lecker. Alles drin, was man braucht. Ein Salat dazu. Fertig ist ein komplettes Menü. Also, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was das Wochenende noch alles bringt. Wir haben da noch was im Hintergrund, was wir machen wollen. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ciao, Ikowski.